sehe ich. Junge, Junge, ey. Haare von morgen gekämmt, sieht trotzdem kacke aus. Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ja, ich bin hier gerade wieder an ein paar sehr schönen Projekten gerade dran. Wir haben ja einmal einen Porsche Cayenne. Da bin ich einmal quasi ja, dabei, den einmal komplett schick zu machen. Ich sag euch, da habe ich Dinge erlebt in dem Auto. Junge, Junge, ey. Junge, Junge. Also der war wirklich in einem desolaten Zustand. Audi RS3 bekommt zwei Schichten Ultima, also auch das volle Paket. Also wird auf jeden Fall relativ spannend. Jetzt kommt noch ein alter RS4, hole ich heute Nachmittag ab. Also die Woche ist gut befüllt. Voller Stolz darf ich sagen, das ist die erste Bestellung, die von meinem Online-Shop jetzt rausgeht. Ja, auch echt ordentlich. Da hat einer die ganzen Surfaces-Coatings einmal bestellt, plus das Pulver und. Also richtig geil, was es natürlich so ein bisschen darin mich bestärkt, dass es die richtige Entscheidung war. Also, wirklich, wirklich geil. Ja, kurzes Video. Wir machen heute wieder den nächsten Detailing-Vlog. Einmal hier wieder mit Barts Performance. Das ist so halt, ja, ich sag mal, der aktivere in YouTube. Und der natürlich dementsprechend auch Videos, wo er immer mal hier rüberschießen kann. Sein Erstkontakt Video mit Surfaces Ultima, das hat er vorher, also ist so Nanolex-Anwender. Sein erstes richtiges Video zu Ultima jetzt, hat er es erstmal verwendet, auf einem Audi Q7. Also sehr schönes Video, ich bin auch mal gespannt, was ihr zu der Meinung von ihm sagt. Ich glaube, sehr geiles Ding, guckt es euch bitte mal an. Also er ist am Ende, glaube ich, recht angetan, aber würde ich sagen, guckt es euch auf jeden Fall selber mal an. Für alle, die zugucken und auch gerne mitmachen möchten, schickt eure Videos ruhig rüber. Ich gucke mir die vorher einmal an und dann, wenn die gut sind, beziehungsweise wenn es halt, naja, ihr wisst, ich hatte die Kriterien ja schon mal gesagt, veröffentlichen wir das hier auf jeden Fall dann. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Für nächste Woche ist der Fabian wieder geplant und da kommt ein richtig krasses Video. Also der hat ja schon mal das Video mit der Rotationsmaschine jetzt vorletzte Woche oder letzte Woche gedreht. Nächste Woche kommt auch nochmal ein richtig krasses Video von ihm, muss ich sagen. Echt, echt, echt mega, mega geil. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Und für alle, die auch mitmachen möchten, immer rüber damit. So, ich lasse euch jetzt ans Video. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Mega geil und bleibt am Ball. Und abonniert seinen Kanal übrigens, den Barts Performance YouTube. Also ich verlinke es euch unten mal, aber ich denke, wird dem einen oder anderen schon auf jeden Fall bekannt sein. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Flagge ist gehisst. Sieht ganz nice aus, oder? Nice Flagge Surfaces. So Leute, die Flagge hängt erstmal nur an Drähten. Hängt aber auch, oder hängen alle anderen hier drinnen auch, nur da. Da liegen meine sogar nur drüber. Hab mit den Flaggen doch noch ein bisschen was anderes vor. Eigentlich wollte ich es dieses Jahr schon machen, wird aber dann nicht mehr klappen. Draußen sollte eigentlich eine Sichtschutzwand entstehen und an der Sichtschutzwand sollten die ganzen Hersteller hängen, die ich nutze. Denke mal, ist eine ganz gute Werbung für die Hersteller. Und für die Kunden finde ich es auch ganz fett, wenn man irgendwo reinkommt und es sieht so ein bisschen rennstallmäßig aus. Mal gucken. Machen wir nächstes Jahr. Vielleicht machen wir auch noch ein paar von den Ehren-Detailer-Jungs ran. Oder wir machen uns eine komplette Ehren-Detailer-Flagge mit den Logos drauf. Können wir mal überlegen. Darum geht es jetzt aber eigentlich gar nicht. Es geht um diesen Hersteller. Ihr wisst, ich war beim Workshop bei Benedikt. Besten Grüße noch gehen nochmal an dich raus. Das war wirklich eine richtig coole Nummer. Hat Spaß gemacht. Ultima ist wie gesagt im Gepäck und Ultima kommt genau auf dieses Kfz. Richtig, richtig schickes Teil. Ja, und der Kunde ist so entspannt, der dann mich angerufen und sagt, Paulo, du, pass auf, wie sieht's aus? Wollen wir ihn aufbereiten? Und ich habe dann gesagt, du, pass auf, ich würde ihn gerne als Testfahrzeug gleich nutzen. Lass uns Ultima drauf tun. Ich weiß nicht, wie die Standzeiten sind und Co. Wie gesagt, bin eigentlich vorher nur damit gefahren bis daher. Der Kunde hat auf jeden Fall gesagt, komm, Paulo, zieh durch, machen wir die Nummer. Also machen wir die Nummer. Dafür kriegt er den kompletten Innenraum gereinigt noch. Außen müssen wir dann halt doch ein bisschen mehr polieren, als ich dachte. Gucken wir uns aber alles, wie gesagt, ganz in Ruhe an. Jetzt starten wir erstmal durch mit dem Innenraum. Die andere Sache ist die hier. Falls heute irgendeiner darüber lacht, ja, dann könnt ihr gleich Video ausschalten jetzt. Hab vorhin mit meinem tollen Intensivreiniger mein 10. Paar Schuhe gekillt. Naja, jetzt ist die Sohle ab, muss mir nachher erstmal neue Arbeitsschuhe holen. Solange latsche ich hier mit Pantoffeln durch. Also Leute, schaut beim Video zu, lehnt euch zurück, genießt eure Salzstangen, Popcorn und Co. Und dann Mucke an, ab geht's. Musik.
ihr Lieben, ich melde mich noch einmal kurz zu Wort. Wirklich nur kurz. Ich habe 20 Minuten Zeit, dann schließt der Schuh an und dann hat der Papa ein Problem, dann muss er morgen wieder in Kartoffeln gucken und die Kunden gucken einen alle doch ein bisschen doof an. Ich freue mich schon auf die Gesichter von den Verkäuferinnen, Junge, wenn ich 5 Minuten vor Schluss darin komme. Ganz kurzes Update. Was haben wir jetzt gemacht? Innenraum ist heute check abgegessen, die Nummer. Ihr habt es gesehen jetzt, Leder gereinigt und versiegelt. Kann sich wirklich wieder sehen lassen. Komplette Innenraum ist picobello sauber. Ja. Des Weiteren, was mir heute auch noch ganz wichtig war, dass ich die Scheiben versiegelt bekomme. Scheiben haben wir heute versiegelt mit Vitro Ultima. Lässt sich wirklich super leicht verarbeiten, gibt es gar keinen Stress. Scheiben polieren, entfetten, auftragen, abwischen, fertig. Ja. Also kein Hexenwerk. So. Was er jetzt auch noch schnell gesehen hat, ich habe das Dach schon poliert. Ganz einfach aus dem Grund. Grund Nummer 1. Die Scheiben sind versiegelt, damit sich morgen keine Coatings aufeinandertreffen. Die Scheiben sind morgen eigentlich relativ ausgehärtet oder abgegessen. Das Dach ist schon poliert. Ich muss morgen keine Ränder mehr abkleben von den Scheiben und komme nicht mit dem Klebeband aufs frische Coating. Ich muss morgen quasi nur noch das Dach entfetten und beschichten mit Ultima. Ja, ganz einfach aus dem Grund. Und ich würde jetzt auch nicht mit der Poliermaschine vorne auf die Frontscheibe wieder raufkommen und das frische Coating quasi wieder runterrollen. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Lackzustand gucken wir uns gleich an oder morgen. Also für euch ist, wie gesagt, für euch ist gleich. Das gucken wir uns gleich an. Und Leute, ich kann jetzt nicht mehr quatschen. Ich muss los. Ja, also wir sehen uns gleich. Papa geht Schuhe kaufen. Haut rein. Ja, tschüss. Tüdelü. So, die Augen sind noch halb verschlossen. Dafür sind die Boots aber neu. Hat gestern noch geklappt. So, bevor wir an unserem Cousin weitermachen, möchte ich noch kurz eine Sache erwähnen. Wir haben wieder die Rainy Days hier erwischt. Ja, also es regnet kontinuierlich durch. Dann sind die Temperaturen so, dass wir, ja, jeder kennt es, eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit in der Halle haben. Und gerade wenn man Coatings verarbeiten will oder lackieren will, ist es immer eher unangenehm, eine hohe Luftfeuchtigkeit zu haben. Dafür habe ich mir letztes Jahr diesen Luftentfeuchter gekauft. Ja. Ich zeige euch mal gleich, wie viel Wasser der wirklich raussaugt, ja, innerhalb von wenigen Stunden. Und ihr kommt wirklich von 80-90% Luftfeuchtigkeit auf 30%, auch wie gesagt innerhalb von wenigen Stunden. Wie gesagt, ihr könnt das Coating relativ entspannt dann wieder verarbeiten. Und die ganz andere Sache ist die, im Winter, wenn ihr trockene, warme Luft habt, ist es 1000-mal angenehmer als feuchtwarme Luft. Das ist völlig klar. Ja, was man negativ sagen muss, die fressen wirklich relativ viel Strom und in der Anschaffung sind die nicht gerade günstig. Ja? Wie gesagt, ich zeige euch nochmal ganz kurz, machen wir einen ganz kurzen Zwischenstand und dann geht's ab an unseren Cousin. Ja? Ja, also hier ist dann der Tank und dann seht ihr mal, wie viel Wasser da wirklich drin ist. Unglaublich. Ja, wenn der Wassertank dann leer ist, dann könnt ihr wieder anschalten. Hier oben steht, wie gesagt, eure Luftfeuchtigkeit drauf. Die wird sich jetzt im Nu reduzieren, ihr seht es schon. Ja. Also das funktioniert wirklich mega gut. Ihr seht, steht zwar jetzt auf dem Kopf, weil der Fettschirm drin ist, aber ich habe mal einen Stromtester gestern ran gemacht. Also ihr habt dann doch schon über Nacht 3,5 kW. Ja Leute, ich hoffe, man versteht mich. Tut mir leid wegen dem Regen. Kann es nicht, also schüttet hier die Sau. Wie gesagt, so viel dazu. Ihr seht, nimmt doch eine Menge Strom. Jedoch lohnt sich auf jeden Fall. Gut, genug gequatscht. Wir schwenken um, gucken uns den Q7 an und dann geht's hier aber los. So, ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Besten an wieder. Jeder kennt es, schwarze Hochglanzleisten. Man macht sie und nach 2-3 Mal waschen sehen sie wieder so aus. Ja, also wir werden sie auf Hochglanz polieren. Aber jeder weiß, das wird nicht lange so anhalten. So, dann gehen wir mal direkt weiter. Da seht ihr mal, das Licht ist hier relativ warmweiß. Ja? Und da sieht man eigentlich, dass es doch ganz okay aussieht. Jetzt nehmen wir uns aber mal eine Deckenlampe von oben. Mal gucken, ob wir einen erwischen. Da seht ihr es schon. Da ist mal der große Unterschied, kaltweiß, warmweiß, ja, im kalten Licht seht ihr dann doch, was los ist. Und gerade bei weiß, draußen sieht man gar nichts, jeder kennt es, aber hier, denke ich mal, sieht man den Zustand dann doch ganz gut, dass wir da wirklich richtig Vollgas geben müssen, ja. Ja, da sieht man doch mal richtig schön, was verschiedene Lichtquellen ausmachen. Kaltweiß, warmweiß, ein richtig schönes Beispiel hier. Wie gesagt, ihr könnt so ein Auto euch vorher angucken, begutachten, ist ja auch richtig, so mache ich auch. Bloß draußen könnt ihr eigentlich nicht einschätzen, wie der Zustand vom Lack ist. Gerade im Gesamtfahrzeug, ihr wisst ja nicht, wo es was nachlackiert und Co. So, soviel zu dem Zustand. Die folgende Kombination nutzen wir H901 und ein orangenes Waffelpad von Prosol. Das ist unsere Cuttingstufe, das reicht. Fell brauchen wir nicht auspacken. Wie gesagt, ich hatte das Dach ja gestern schon poliert. Das funktioniert richtig gut.
Ja, die Hologramme werden wir uns rausziehen, dann, die dann noch drin sind mit der M302 von Koch Chemie und dem lilanen Waffelpad, dem halben von Nanolex. Dadurch, dass es so dünn ist, funktioniert das eigentlich wirklich richtig gut. Ihr wisst, man muss immer viel ausprobieren, die Kombination. Und ja Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal wieder ein bisschen, lassen den DJ wieder ein bisschen arbeiten im Hintergrund hier. Und ich habe jetzt ein paar Stunden Polyaction. Bleibt dran. Jetzt komplett zweistufig den Q7 poliert, hat sich auch gelohnt und haben den danach gleich anschließend entfettet. Ja, wie gesagt, gibt ein paar Unterschiede bei den Coatings. Der erste fängt schon damit an. Wir haben hier ein zweistufiges Entfettungssystem. Wir entfetten einmal vorher mit dem Cleaner Ultima und danach nochmal mit dem Neutra. Lässt sich aber auch alles richtig leicht anwenden. Wie gesagt, ihr sprüht es ein, lasst kurz einwirken und nehmt mit einem Mikrofasertuch eure Reste ab. Mehr ist es eigentlich nicht. Jetzt fangen wir an mit dem Beschichten. Beim Beschichten ist es so, ihr werdet es gleich sehen, wir machen jetzt erstmal eine halbe Haube, legen eine richtig schöne satte S-Spur hin und verteilen die dann im Kreuzgang. Ja, und wir werden aber beim Ultima einen satten Film drauf haben, was wir beim Nanolex eigentlich nicht haben. Da verteilen wir eigentlich immer so lange, bis kaum noch eine Spur da ist. Und nehmen dann die überschüssigen Reste ab. Hier ist es so, wir verteilen, lassen kurz ablüften, nehmen dann mit einem Mikrofasertuch einen Kreuzgang sozusagen ab und im nächsten Gang in kreisenden Bewegungen polieren wir die Reste nur noch aus. Ja, dann machen wir jetzt halbe Haube und ja, eigentlich beschichten wir jetzt das komplette Auto. Bin selber mega gespannt, habe richtig Bock drauf, aber so richtig. Und ich würde sagen, komm, DJ. Geh an dein Mischpult, mach hier ein bisschen wicko, wicko, wicko und dann legen wir los, Leute.
lasst uns noch mal ein paar kurze abschließende Worte zu der ganzen Geschichte machen. Surfaces Ultima, also Leute, ihr habt mich umgehauen, dieses Coding hat mich umgehauen. Wie gesagt, beim Workshop hat es mich schon schwer begeistert. Heute habe ich einen ganzen Cousin damit gemacht und muss ehrlich sagen, traumhafte Verarbeitung. Ja, im Hintergrund seht ihr da was und seht da was, ja. Jungs, ich bin mit euch trotzdem noch top zufrieden, die Standzeiten sind alle gut. Kommen wir mal zu dem Punkt auch, Verarbeitungsweisen, ja, sind meiner Meinung nach zwei komplett verschiedene, ja. Deswegen sind so Workshops auch immer richtig klasse, sind auch so gute Sachen, wenn Benedikt sowas möglich macht, die mir in Bedienungsanleitungen lesen kann, jeder letztendlich, sieht die Praxis immer ein bisschen anders aus. So, kommen wir mal ganz kurz zu dem Coding, ich hatte es schon erwähnt, ihr tragt eigentlich mehr oder weniger einen richtig schönen, satten, deckenden Film auf, ja, lasst ihn kurz ablüften und geht mit dem ersten Mikrofasertuch im Kreuzgang mehr oder weniger rüber, nimmt die erste Schicht Material ab, mit dem zweiten Tuch poliert diese aus. Ja, geht wirklich super leicht, also da das Coding ist wirklich, ich kann es verstehen, warum es so viele verwenden. Bei der ist es einfach nur eine andere Verarbeitungstechnik, ihr tragt ein bisschen weniger Material auf, ihr tragt so lange auf, bis kaum noch Rückstände sichtbar sind, nehmt dann nur noch die minimalsten Rückstände ab. Ja. Bei der Variante habt ihr dann gleich aber was auch wunderschön ist, eine richtig schöne Glätte, die ihr spürt in eurem Lappen, ist auch richtig cool. Bei dem habt ihr eher ein stumpferes Coating, aber wie gesagt, Standzeit bei der Variante ist auch Endstufe. Bei der müssen wir allerdings gucken, eine Schicht, Leute, eine Schicht, 30 bis 36 Monate. What do you want more? Also das, wenn das wirklich passt, deswegen steht der Cousin hier. Leute, da ist wirklich richtig krass was angesagt. Ja, Verarbeitung, also richtig leicht, richtig super, wenn man weiß, wie es geht bei dem Produkt. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Tüchern. Ich habe auch wirklich nur zwei Applikationstücher bei dem ganzen Cousin gebraucht. Wahrscheinlich hätte auch eins gereicht. Guckt euch mal die Härte an. Nach einer Stunde. Das ist richtig krass. Man hört es sogar. Ich denke mal, morgen kann ich die durchbrechen. Ja, wir gucken uns morgen nochmal das Beading und Sheeting an. Der Glanz ist jetzt schon richtig krass. Ihr habt einen richtig schönen Tiefenglanz mit diesem Coating. Genau, wir gucken uns morgen nochmal das Beading und Sheeting an, wir gucken uns dann nochmal den Q7 an und ich sage euch eins, Leute, auch weiß kann glänzen. Also nochmal, Grüße an die Jungs, die mich dazu extrem geimpft haben, ja, Hashtag die Ehrendetailer und ganz viele Grüße gehen an dich raus, Patrick, du hast mich am meisten geimpft, ja, PSK Garage und den Benedikt, dass du so einen Workshop ermöglicht hast, wo man das wirklich richtig schön lernen konnte, wie man das macht, fand ich auch super klasse. Da wird auch bald ein Online-Shop beim Benedikt geben, hatte ich im letzten Video schon erwähnt. Der wird dann immer hier unten in der Beschreibung verlinkt. Einfach Support ist kein Mord, Leute. Dafür gibt es auch kein Money oder so. Ist einfach nur, dass ihr auch mal wisst, wo könnt ihr euch gute Produkte bestellen. Ja. Leute, Q7 zeigt euch gleich. Ich weiß, ihr seid schon komplett aufgeregt. Kurz nochmal vorab. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst was da. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Oder ein Bild, wie er lustvoll an eurer Ultima-Flasche leckt. Oder der Kunde schickt mir ein Bild, wie er jetzt lustvoll an seinem Cousin leckt. Keine Ahnung. Irgendwas werde ich schon kriegen. Wie gesagt, im nächsten Video geht es nicht um Detailing. Da geht es hier. Da brauchen wir die Dinger. Und seid gespannt. Nächste Woche ist hier nämlich der Schuppen zu. Und Wochenende wisst ihr warum. Und ich hab euch lieb. Tschüss.